Mich hat heute auch etwas schockiert oder eher verwundert. Und zwar habe ich den Tweet meiner Kollegin Judith Basat gesehen. Und sie hat das geteilt, was Sie gerade sehen. Und zwar Check Your Privilege. Es ist von dem Funk-Account Mädelsabende. Die haben über 200.000 Follower. Und da sieht man ganz genau Hautfarbe weiß. Später kommt noch Frau, Mann, schlank, mehrgewichtig, heterosexuell oder homosexuell. Und dann ist es Check Your Privilege. Ich finde das völligen Irrsinn, warum wir Menschen in Schubladen einteilen wollen. Ich habe von klein auf gelernt, egal wie jemand ist, egal ob jemand eine andere Hautfarbe hat, eine andere Sexualität hat oder einen anderen Glauben hat, ist er genau gleich. Warum also gibt es jetzt Tafeln, wo genau einkategorisiert wird, wie man ist und wo man eigentlich auf der Privilegiertheitsskala ist? Hier sehen wir es jetzt nochmal. Ich finde es mehr als schwierig. Der Account Mädelsabende ist von Funk. Funk gehört zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Der Account wird also dementsprechend auch mit Steuergeldern finanziert. Hier möchte ich aber sagen, dass auch tolle Stories und Angebote von Mädelsabende gibt über Tod, über Brustkrebs. Also es ist ein wichtiger Account. Aber ich finde, mit dem Check Your Privilege-Tafel haben sie ziemlich, wie soll man sagen, daneben gegriffen. Denn damit bin ich ja eigentlich unter meinem Kollegen Philipp Piatow, der ein Mann ist. Fühle ich mich aber nicht. Ich fühle mich immer als gleichberechtigt zu dir, Philipp. Tja, Nena, das ist jetzt wirklich kompliziert. Weil als Mann bin ich zwar laut Funk privilegierter als du, allerdings bist du christlich, ich bin nicht christlich, ich gehöre zu einer religiösen Minderheit. Also es ist ganz unklar, wo man in dieser privilegierten Hierarchie steckt. Und ehrlich gesagt, nur darum geht es. Es geht um diese neuen gesellschaftlichen Hierarchien, die man schafft. Überhaupt ist es faszinierend, dass diese Woke-Bewegung, die sich für so progressiv hält, und bei den Öffentlich-Rechtlichen noch immer stärker wird, dass die wieder anfängt, Menschen in Gruppen, in Schubladen, in Hierarchien zu stecken und dann sich natürlich nur bestimmte aussucht. Es gibt ja noch ganz vieles, was Menschen privilegiert. Das Einkommen der Eltern, die Intelligenz auch beispielsweise und auch ganz alltägliche Fragen, die aber sich gar nicht so leicht definieren lassen. Wurde mir zu Hause vorgelesen oder nicht? Worüber wurde da am Tisch beim Abendessen gesprochen? Also ich halte diese Kategorien für vollkommenen Stuss. Und dann ist ja auch noch die Frage, wozu eigentlich? Also wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass ich privilegiert bin, was ich im Moment nicht glaube, aber das könnte ja rauskommen, was mache ich dann damit? Ja. Hat das jemand, haben Sie das verstanden? Was sind das für Privilegien? Ja, genau, was sind das für Privilegien? Und was soll ich dann damit anfangen? Ja, was soll ich damit anfangen? Weiß das jemand? Nein. Na, man soll dann sensibilisiert sein. Also diese Tafel soll uns alle sensibilisieren dafür. Also du sollst nach dem Anblick sensibilisiert sein, dass ich als Frau weniger Privilegien habe als du und sollst dann wahrscheinlich in deinem Umfeld probieren, mir zu helfen. Etwas weniger reden, auch Herr Schupelius, vielleicht den unterprivilegierten Gruppen hier zuhören. Gut. Also ich beanspruche einfach etwas mehr Redezeit für mich. Okay, also ich behaupte jetzt mal, der weit überwiegende Teil der Menschen beurteilen andere. Nicht nach dieser Privilegierungsskala, sondern nach Verhalten, nach Charakter, nach Auftreten ihnen gegenüber. Und wer diese Tafel liest, soll der jetzt Selbstbewusstsein entwickeln oder soll er sich schuldig fühlen? Ich glaube, dass die Menschen viel vernünftiger sind, als wir ihnen gerne unterstellen, dass sie andere, die nach dieser Methode unterprivilegiert sind, auch als solche behandelt werden. Nein, die allermeisten behandeln ihr Gegenüber in Augenhöhe und gucken nicht auf Gewicht oder Hautfarbe. Wahrscheinlich sollen diejenigen, die da als unterprivilegiert dargestellt werden, Selbstbewusstsein entwickeln und die anderen, wie Philipp gesagt haben, die als privilegiert dargestellt werden, sich zurückhalten. Ich frage mich nur nach den Standards, die wir heutzutage eigentlich alle haben und oder anwenden müssen, ist das ja die totale Diskriminierung. Ja. Denn wenn ich schon hier jemanden als unterprivilegiert darstelle, der zu einer Minderheit zählt, dann diskriminiere ich den nach den Vogue-Kriterien natürlich völlig. Ich kenne auch viele Schwule, die selbstbewusst sind nach außen wie kein anderer oder keine andere. Oder auch, ist nicht die Idee dieser ganzen Black Lives Matter-Bewegung, dass es hier Selbstbewusstsein gibt, auch für diejenigen, die eine andere Hautfarbe haben. Ob die so kategorisiert werden möchten. Ja, das ist das Tolle ist ja auch dieses schlank und mehrgewichtig. Das fand ich auch ganz spannend. Also im Moment kämpft ja eigentlich Social Media dafür, dass es zum Beispiel auch mehr Curvy-Models gibt. Also sollen ja alle Formen jetzt ausgelebt werden, was richtig ist und was gut ist. Aber jetzt steht dort wieder in einer Kasten schlank, in dem anderen mehrgewichtig. Und ich glaube, dieses in Schubladen einteilen, alleine Menschen zu kategorisieren, ist falsch. Denk daran, du bist
übergewichtig und deshalb unterprivilegiert. Ja, also so ist es ja. Aber was ich noch eine Überhöhung dazu finde, und das fällt mir ganz oft auf, ich folge einigen Funk-Accounts, was ich wirklich schwierig finde, ist die Ideologisierung. Also Funk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, will ja Jugendliche damit informieren. Prinzipiell finde ich die Idee toll. Wie ich auch eben betont habe, Mädelsabend hat auch wirklich tolle Stories. Da habe ich auch schon mal geschrieben, wie großartig ich die Arbeit finde. Aber es ist mir zu viel Ideologie bei den Kanälen von Funk. Es wird immer gegendert, super oft wird gegendert. Das will übrigens 70% der Bevölkerung nicht. Und ich habe ja nichts dagegen. Du hast nichts dagegen, aber andere. Und diese Ideologisierung, jetzt auch wieder mit dem Check Your Privilege, aber diese ganzen Funkkanäle sind für mich sehr ideologisch aufgeladen. Und ich frage mich, ob das sinnvoll ist, auch für junge Menschen, wenn sie diese Tafel sehen. Wir kommen ja in eine ganz komische Lage. Du sagst 70%, und das stimmt ja, wollen das nicht oder sind noch nicht bereit. Manche fragen noch mehr. Sind nicht bereit, sich damit so zu beschäftigen, wie es viele gerne als notwendig erachten. Aber diejenigen, die sich dagegen aussprechen, werden mit einer solchen Vehemenz kritisiert, dass sie es gar nicht mehr tun. Ich hatte letztens so eine Diskussion, am letzten Samstagabend bei uns zu Hause, war jemand, zwei Töchter, nicht vier wie Herr Bosbach, aber nicht drei wie Herr Bosbach, Entschuldigung, sondern zwei. Und er sagte, ich habe ein Riesenproblem zu Hause, weil ich einmal das Wort Kuss gesagt habe. Und die 16-jährige Tochter hat gesagt, das geht überhaupt nicht. So, also Negerkuss, dieser... Diesen Begriff, den man gar nicht mehr nennen darf. Genau, ja. Die Süßigkeit, so. Aber der sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, weil ich kann mich gar nicht mehr... Weil das war nur ein Beispiel für viele, wie er gar nicht mehr traut, sich in irgendeiner Weise zu artikulieren, weil er nur ständig links und rechts oder in sozialen Netzwerken eins um die Ohren kriegt. Es sind aber 70%, die so empfinden. Das heißt, wir kommen hier wirklich zu einer Spaltung der Gesellschaft, wo diejenigen, die solche Begriffe verwenden oder sich nicht nach den Vogue-Mustern verhalten, ideologisch wirklich bekämpft werden. Aber nochmal zurück zu meiner Frage, die noch nicht beantwortet wurde. Also das Ganze dient dazu, dass ich feststelle, und Herr Bosbach, Sie auch, und Herr Ander, Sie nicht so, haben Sie ja selbst gesagt, dass wir drei stellen jetzt fest, wir sind überprivilegiert. Wir sind die Minderheit. Und wir, da muss ja was draus folgen. Also wir sollen uns schlecht fühlen. Ja, das ist das Ergebnis. Also ich beantworte das mit meiner Frage. Wir sollen uns schämen dafür. Sensibilisiert werden. Ja, sensibilisiert, sagen Sie. Ja, genau. Nein, es geht schon noch. Genau. Da gehen ja die Medien über den Auftrag, Information und Bewertung hinweg zur Volkserziehung. Komplett hinweg. Das heißt, das ist Volkserziehung. So, ich soll mich dafür schämen, dass, oder Sie, dass wir überprivilegiert sind, wobei das vielleicht gar nicht stimmt, aber nach den Kategorien, die da... was soll sowas? Oder warum ist sowas überhaupt erlaubt? Wieso darf ich Menschen gerade vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk her so einordnen in solche... Es soll ja darum gehen, doch gar nicht. Es soll ja darum gehen, diese ganzen angeblich unterprivilegierten Gruppen dann stärker zu fördern, beispielsweise durch Quoten. Das Interessante ist, was dabei nicht berücksichtigt wird, auch diese angeblich unterprivilegierten Gruppen können ja auch selbst durchaus diskriminieren. Nehmen wir mal das Beispiel die muslimische Gemeinde. Wie hält die es eigentlich mit Juden und mit Homosexuellen und mit Frauen? Hoppala, gibt es da eventuell auch so etwas wie Diskriminierung? Das war auch interessant. Es gibt ein paar Kasten für beide Glaubensgemeinschaften gemeinsam. Also jüdisch, schrägstrich, muslimisch war in der Tabelle. Da gelten ja andere Kategorien. Da gilt ja Respekt vor anderen religiösen, kulturellen Überzeugungen. Da biegt man falsch ab, wenn man da gleiche Maßstäbe anlegt. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja, es kann ja nicht zu Gunnar Schibillis, was er fragt. Es kann nicht bedeuten im Übrigen, also wenn man von der wirklichen Frauenbewegung her kommt, dass man das Respekt bedeutet, dass ich hier Frauen Hilfestellungen gebe, also in diesem Sinne, dass ich die Tür aufhalte oder sonst irgendwas, weil ich damit Frauen kategorisiere als schwaches Geschlecht. Das ist schon ein absolutes No-Go, also die einst Geflogenheiten des Alltags sind auch nicht mehr genehm, wenn es darum geht, das Miteinander neu zu leben. Siehe Steffen Freund, Kommentar Länderspiel. Damen, bitte weggucken. Ja. Das hat das auf eine Frechheit. Wie kann der das sagen? Ein glückliches Volk, wo man sich über sowas aufregt, muss ein glückliches Land sein, wenn die keine anderen Sorgen haben. Aber wir regen uns ja gar nicht. Herr Ander hat es ja schon gesagt. Das ist ja eine kleine Gruppe, die sich aufregt. Ja.